Genauso wie ein ewiges Thema eben um eine Vereinigten Staaten von Europa, die nicht nur immer enger, sondern vielleicht auch immer größer werden, handlungsfähig zu halten, ist das Thema Demokratie und Institutionen. Also wie arbeiten die Organe, die wir da vorher gesehen haben, Kommission und Parlament am besten zusammen. Die Aufgabe, das jetzt um 2 Minuten zu erklären, plus sich vorzustellen, hat der Rainer. Bitte. Dankeschön, Nick. Ja, irgendwie ist das jetzt für mich ein bisschen ein Déjà-vu, weil vor über 10 Jahren, 2013, haben wir hier in Salzburg auch eine Kandidatenpräsentation gehabt, damals für die Nationalratswahl, das erste Mal, also nicht hier, aber nicht weit von hier. Und ja, für mich ein langer Bogen, der sich spannt. Also ich bin schon länger seit bei NEOS dabei, wie man daraus ablesen kann, aber ich möchte heute jetzt nicht allzu viel über mich sprechen, das habe ich schon in Wien gemacht, sondern ich möchte mehr von meinen 2 Minuten für das Thema verwenden. Und Nick, du hast ja schon angesprochen, Demokratie, da geht es insbesondere auch um die Handlungsfähigkeit. Und ich meine, dass diese Handlungsfähigkeit insbesondere auf 2 Pfeilern beruhen muss. Das eine ist die Handlungsfähigkeit nach innen und das andere ist die Handlungsfähigkeit nach außen. Die Handlungsfähigkeit nach innen bedeutet, dass wir den nationalen Egoismus in manchen politischen Gebieten aufgeben müssen. Ganz wichtig, Außen- und Sicherheitspolitik. Wo führt das hin, dass uns Leute, die Orban, Viktor Orban und Co. in der Union erpressen können, wie es jetzt mit dem 50 Milliarden Hilfspaket für die Ukraine passiert? Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen das Einstimmigkeitsprinzip endgültig abschaffen und die Union damit handlungsfähiger machen. Gleichzeitig bedeutet das auch, aber, dass wir als Union nach außen handlungsfähiger werden müssen. Und da werde ich ein bisschen jetzt auch in die anderen Themengebiete wildern müssen. Ein Thema ist Migration. Migration ist ein ganz schwieriges Thema in Europa. Es gibt keine Einigkeit. Die Mitgliedstaaten alleine schaffen es ganz offensichtlich nicht. Wenn wir es nicht gemeinsam schaffen, dieses Thema zu lösen, dann werden es die rechten Parteien für uns lösen. Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Das heißt, nach innen stärker, nach außen stärker, gemeinsam, da sollte es besser werden und dafür sollten wir laufen. Dankeschön. Danke.